Servus Leute, wir machen in unserer HSV-Karriere weiter. Unsere Ziele sind gefährdet, bekommen wir ja gleich vom Vorstand. Ich habe einen Blick auf die Tabelle. Wir sind Rang 12, haben nur 4 Siege, 7 Niederlagen auf dem Konto. Also die Ziele sind tatsächlich gefährdet. So sieht unsere Mannschaft aus. Was haben wir hier? Königsdörfler. Der könnte über rechts kommen. Bilbia. Über links. Kittel haben wir noch. Dompe auch links. Eine gute, also viele Spieler zum Rotieren auswechseln. Weiter und Transferfenster. Moment. Anpassen. Wo ist denn eigentlich mein Budget hier? 15 Millionen haben wir. Würde ich eher noch nicht antasten. Eher, wenn wir ein bisschen weiterkommen. Mannschaft. Dann bin ich hier. Da, auch ein Plan jetzt. Also der nächste Gegner ist Eintracht. Braunschweig. Die kommen noch vor Heidenheim. Die sind auf welchen Rang? Die sind Rang. Ah, okay, vorletzter. Da müssen wir was reißen. Gehen in die Partie. Moheim. Die haben dieselbe. Okay, die haben eine Fünferkette hinten. Würde mir auch gefallen. Legende 4 Minuten bewölkt. Wir starten rein. Auswärts in Braunschweig. In Union Park Stadion. Ist das echt? Nee, ist glaube ich so ein vorgefertigtes. Ja, volle Hütte. Und let's go. Erstmal wieder reinkommen. Ja. Wird nicht angegriffen, unser Neumann. Und da haben wir schon den ersten Ballverlust. Und Braunschweig verliert auch den Ball. Glatzel. Und legt sich den Ball schön hin. Und das ist das 1-0 für den Hamburger Sportverein. Und ein ganz schönes Ding, nicht überhastet abgeschlossen, sondern schön im Ball hingelegt und dann am Torwart vorbei gedreht. Ja, wäre noch knapp dran gewesen, vielleicht war er sogar noch knapp dran. Und ja, wer, wenn nicht Glatzel, macht hier das erste Tor. Wow. Kein Foul. Ah, shit. Da ist er vorbei. Oh nein. Nein. Leute, der Ball muss raus. So, Neumann. Er schickt. Ness, aber er kommt nicht ran. Die mir spielen momentan sehr schön. Braunschweig hat es hier geahnt. Achtung, der kommt in die Spitze. Wow. Nochmal. Viel über Neumann läuft momentan. Jetzt, Benes, ist der schnell genug? Nee.
sehr geschlafen. Der hätte bei der Kopfballaktion schon weg sein müssen. Dann Angriff zu schwach hier. Ja. So, Neumann. Glatze. Aus der Ferne. Ey, was macht denn der für Sachen? Das 2-1. Und euer Lieblingsjubel hier. Alter Falter, was ein Hammer. Da zieht er einfach mal ab. Boah. Was für eine Flugkurve. Und da macht er seinen Doppelpack. Alter Rückstand. Ja, Rückstand für Braunschweig wiederhergestellt. So, und jetzt die Defensive muss jetzt ein bisschen besser funktionieren. Schön. Montero und es ist wieder Neumann am Werk. Schön ausgespielt. Oh, faul. Der 27. Aber ich denke mal, es wird keine Karte geben. Doch, es gibt eine gelbe Karte. Für Donkor. Fast wie Odonkor. Ah, das ist keine gute Position. Da können wir nur mit Kurzpass uns behelfen. Jetzt Haya. Ball kommt rein. Relativ gut gewesen. Jetzt Glatze, ähnliche Position für den Schuss. Ah, oh, schade. Da wäre durch gewesen. Mist. Nicht geahnt. Als Ballverteiler in dem Moment. Und hier ist er nochmal. Schafft er wieder einen Schuss. Ja, aber der geht drüber. Ein bisschen zu übermotiviert gewesen. Ja. Da wäre das Abspiel dann doch die bessere Variante gewesen. Oh mein Gott. Fast hätte es hier Spiel gegeben. Schön die Kamera. Die hat ja ewig gebraucht. Danke, FIFA. So, jetzt kommen wir nicht an den Ball, aber Braunschweig verpasst die Gelegenheit. Festhalten und in die Halbzeit gehen mit dieser Führung. Sehr schön. Gefällt mir. Glatzl hier zwei Tore gemacht. Nürnberg gegen Rostock 2-1, Sandhausen auch 2-0. Führung. Neumann und Glatzl da rüber. Läuft sehr viel. Schon festgestellt. Im Hintergrund donnert es ein bisschen. Oder ein Flugzeug, wer weiß es. Achtung, nein. Oh. Sein Ding. Da haben sie unsere Verteidigung schön ausgespielt. Ja, das Unentschieden wäre jetzt verdient.
HSV-Fans hier nochmal der schöne Schuss, ey, von Götze. So, jetzt war David weiter. Jatta. Möglichkeit, aber es sind nicht so viele Anspielstationen, kein Abseits. Ah, dauert zu lange. Ah, es regnet jetzt bei mir. Also wird das Mikro nicht einfangen, hoffe ich, dass Achtung, Braunschweig ist jetzt am Drücker und weg, euer Fernandes. Steilpass, kommt der an? Nee. Ja, jetzt noch das entscheidende Tor. Dann werden wir hier auf der sicheren Seite. Neumann. Neumann zieht ab. Und Traumtor. Einfach so. Neumann und Glatzel, die Spieler des Spiels. Warum machen die jetzt immer den Jubel? Ich drücke immer. Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Ich drücke hier immer irgendwas. Er zieht einfach mal ab. Ja, dann landet der Ball. Ich würde mal sagen, nicht unhaltbar im Netz. Aber in dem Fall landet er im Netz. Schön. 70. Minute. Braunschweig am Boden. Jetzt muss eine gute Defensivarbeit hier erfolgen. Achtung. Nein. Sehr gut. Abgewehrt. Eckball. Das war eine sehr gute Abwehraktion von unserem Keeper. Und Braunschweig drückt. Und Dombé, der hat Power. Kommt nicht am Gegenspieler vorbei, auch wenn er noch frisch ist. 82. Nicht die Fehler machen, wie immer hier die Punkte vergeben. Schön. Ball gespielt. Und jetzt ruhig. Einwechslung, die nicht mehr viel bringen wird.
mal was ausprobieren, vielleicht. Vielleicht machen wir mal so. Okay, nee, wurde nix, aber wir gewinnen in Braunschweig. 3:1 holen uns 2 Tore in der Differenz und 3 Punkte. Das ist natürlich wieder stimmungsaufhellend. Nürnberg gewinnt noch in Rostock. Sandhausen kann die Führung weiter ausbauen. Die Tabelle. Regensburg auf dem letzten Platz. Hamburger SV auf Platz 10. Also führen wir, ja, zweite Tabellenhälfte. Bielefeld überraschend, finde ich, mit 9 Siegen, 2 Unentschieden, 29 Punkten auf Rang 1. Dann kommt Nürnberg. Wo ist denn Heidenheim? Unser nächster Gegner, der hat 20 Punkte. Ja, ich würde sagen, das nächste Match. Wir haben eine Tordifferenz von 0. Das nächste Match wird sehr wichtig. Und wir wollen wieder